Es ist heute 14.01.2012. Wir stehen jetzt vor der Demo gegen Pro-Assad-Demo. Hier steht jemand, der uns das gut erklären kann. Und zwar, wir sind heute hier, um gegen das syrische Regime zu demonstrieren. Das syrische Regime ist ja seit 40 Jahren mit Bashar al-Assad und seinem Vater natürlich, seit 40 Jahren in Syrien, die regieren Syrien. Und jetzt, unser Volk will halt Freiheit, freie Meinungsfreiheit will er haben. Wir wollen freie Wahlen haben, wir wollen Demokratie haben, und das haben wir nicht. Aus dem Grund ist unser Volk dazu geneigt, jetzt halt, Freiheit zu haben. Und dadurch sind wir jetzt am Demonstrieren. Bei uns seit dem Februar bis jetzt sind über 10.000 Tote. Jeden Tag sterben durchschnittlich 50 bis 60 Zivilisten. Und ja, wir hoffen, dass das halt von anderen Ländern, von europäischen Ländern, halt die Solidarität da ist, uns zu helfen. Wie wir da sehen können, sind Befürworter für ihn. Befürworter, die Waffengewalt befürworten, die Folterei befürworten. Und das können wir nicht dulden. Unser Land, unser syrisches Land will einfach Freiheit. Wir wollen keinen Diktator haben. Wir wollen einfach, wie hier in Deutschland, alle vier Jahre freie Wahlen haben. Jemand, der das Land weiterbringt und der nicht das Land ausbeutet. Und aus dem Grund sind wir heute hier. Aus welchem Grund werden anscheinend jeden Tag so 50 bis 60 Menschen getötet, und von wem? Die Sache ist, jeden Tag sterben so viele Leute, weil diese Leute für die Freiheit sind. Das sind Zivilisten, friedliche Demos rausgehen. Und er und sein Regime und seine Armee, und bei uns sagen die Shabiha, das sind halt bezahlte Leute von ihnen, die auf die Straßen gehen und diese Leute attackieren. Die werden gefoltert, wie wir auf YouTube sehen. Die werden gefoltert, die werden misshandelt, da werden die getötet. Es sind so viele Tote, abgesehen von den Toten gibt es auch sehr viele Verletzte jeden Tag, 100, 150 Verletzte. Es gibt keine medizinische Hilfe, es gibt nirgendwo, wo diese Leute behandelt werden können. Und er und sein Regime bekämpfen halt die Leute. Die wollen halt diese Demos stoppen, damit er natürlich seinen Platz nicht verliert. Und ich sage mal so, es ist eigentlich mehr oder weniger vorbei. Unser Volk wird nicht jetzt sagen, okay, wir sind doch ruhig. Nein, wir werden so lange demonstrieren, kämpfen, bis er natürlich kämpfen in friedlichen Sinn, bis er runter ist. Also in den westlichen Medien, also oder hier in Deutschland, ist es ja so, dass die... dass man immer den Eindruck bekommt, Assad ist ein Diktator. Würdest du das auch so sehen? Ja, 100%. Ich weiß nicht, jetzt an den deutschen Medien auch, vor ungefähr zwei Wochen war ja selber ein deutsches Team in Hamas, Rados, ich weiß nicht, wie jetzt mit Vornamen, die von RTL, die war ja da, und die wurden auch selber da attackiert, und sie hat auch selber berichtet, was da unten los ist. Aber dadurch, dass er weiß, was er da macht, dass er die Leute ermordet und foltert und so, will er keine Medien drin haben. Und die waren da und die haben es mit eigenen Augen gesehen. Es wird leider zu wenig darüber berichtet, aber wir hoffen halt, dass wir ein bisschen Solidarität auch von Deutschland, auch von anderen europäischen Ländern kriegen, weil es kann nicht sein, dass unser Volk Tag für Tag noch mehr Leute verliert. Und Tote. Vor einigen Tagen war ja jetzt irgendwie in den Tagesthemen, glaube ich, ein ganz kurzer Beitrag, dass Assad nach 8 Monaten oder so irgendwas wieder einmal vor die Kamera getreten ist und Reformen machen möchte. Wie siehst du das? Glaubst du, das ist richtig oder falsch? Das ist auf jeden Fall falsch, weil 40 Jahre hat er keine Reform, er hat nichts geändert. Jetzt auf einmal, wo die Leute Freiheit wollen und neue Wahlen und freie Meinung haben wollen, kann er nicht kommen und sagen, ich ändere jetzt. Warum hat er in den letzten, sein Vater hat es nicht geändert, er hat es nicht geändert. Warum jetzt auf einmal, nachdem die Leute auf den Straßen sind, und damit sind wir auf keinen Fall einverstanden. Wir wollen einfach, dass Neuwahlen, genau. Weil es bringt ja nichts. Jemand, der 40 Jahre nichts erreicht hat, wie soll er jetzt auf einmal was erreichen? Und er und seine Familie sind einfach
ja, nicht gut für Syrien. Kann es sein, dass er durch viele Demonstrationen nun zum Nachdenken gekommen ist und er was ändern möchte? Oder meinst du, das sind, ist eine Farce, ist es vorgeschoben? Man hat es ja gesehen, in seinem Beitrag vor 4 Tagen oder 5 Tagen, wann es war, letzte Woche, kam er in seinem Beitrag, er tut so, ob es nichts wäre, ob es selbstverständlich ist. Die syrischen Medien natürlich, seine syrischen Medien tun so, wie werden die Terroristen, und er beschützt nur das Land. Aber es ist ja genau andersrum. Das hat man in den Medien gesehen, das hat man durch RTL, dieses kurze Interview durch RTL hat man es ja auch gesehen. Und dadurch, Also wir von Deutschland aus können ja, also ich kann immer nur deutsche Sachen sehen, weil ich natürlich die Sprache nicht beherrsche. Du hast wahrscheinlich noch andere Zugänge mit einem anderen Kanal oder so von syrischen Medien. Genau. Das wirst du ja wahrscheinlich auch noch sehen. Kommt denn das genauso auch in diesen syrischen Sendern dann zur Sprache, oder ist es so, wie das in den deutschen Medien auch genannt wird? Nein, in den syrischen Medien ist es so, dass sie zeigen, es wäre doch nichts. Es ist nur ein kleiner Aufstand, es gibt auch gar nicht so viele Tote. Die sagen zum Beispiel von der Armee, also seine Armee, von denen sind, weiß ich jetzt nicht, die Zahlen, 1000 oder 2000 Tote. Und das hätten die Revolutionsleute gemacht, also die Demos machen. Was gar nicht ist, was Tatsache ist, es sind über 10.000 Zivilisten gestorben. Und ja, so. Über YouTube werden ja jetzt auch werden Bilder gezeigt von gefolterten Kindern und Babys und so weiter. Was glaubst du, das macht macht Assad, oder macht das? Das sind seine Leute halt. Das sind seine Leute. Seine Leute haben sozusagen die Anweisung, die Demos zu stürmen. Ihnen ist es egal, ob die Leute sterben oder nicht. Hauptsache, die Demos stoppen. Er greift ja unser Volk mit scharfer Munition an, mit Panzer, mit alles Mögliche. Man muss sich vorstellen, wie in dieser Straße stehen einfach Leute und es wird einfach reingeschossen. Wem es trifft, ist es egal. Hauptsache, die wollen die Demos stoppen. Also friedliche Demos, muss man dazu sagen. Also du meinst, das Militär schießt einfach die Leute platt. Ja. Das hat aber jetzt nichts mit Folter zu tun. Meinst du, die Soldaten, die massakrieren die Leute auch? Das sieht man auch. Man sieht auch sehr viele Videos auf YouTube. Da werden die Leute sozusagen in den Demos, der hat ja seine bezahlten Leute. Der nimmt die Leute, die werden sozusagen von den Gefangenen genommen, werden irgendwo hingebracht. Es gibt sehr viele Videos auf YouTube. Die werden geschlagen, die werden gefoltert, die werden misshandelt. Ja, und die werden meistens nicht freigelassen. Und durch die Folterei, die große Folterei, kommen die ums Leben halt. Ich weiß nicht, die Leute können es ja auf YouTube sehen, man muss es ja nur eingeben, dann kommen so viele Videos, die Leute werden mit alles Mögliche, die werden getreten, die werden angespuckt, die werden misshandelt. Ja, das ganze Programm halt. Es ist ja immer so, dass wenn man in so einer angespannten Situation Videos verbreitet, gibt es ja auch Verfälschungen. Es gibt ja Sender, die nehmen irgendwelche Videos von irgendwelchen Ländern aus von Jahren zuvor und sagen, das ist aber heute. Dazu muss man auf jeden Fall sagen, wenn man die Videos auf YouTube sieht, da werden immer so Plakate mit dem jetzigen Datum an den Demos gehalten, vor die Kamera. Also kann man sehen, dass es so wie jetzt, zum Beispiel, ich halte ein Plakat, Datum, Uhrzeit und so, und dann wird er weiter gefilmt. Also da denke ich nicht, dass da Fälschungen auch drin sind. Dadurch machen es auch die Leute, dass man sieht, dass es nicht alte Videos sind, dass es aktuelle Videos sind. Okay. Meinst du, das ist, könnte das auch sein, dass der Westen, ich sage jetzt mal so ganz pauschal, der Westen Interesse hat an Syrien? Wie meinst du das jetzt? Na, politisch. Also, weil von hier aus
Also ich verstehe schon, für dich sind die Medien, die hier gezeigt, also die ja, wird hier gezeigt wird, so gleich mit dem, was in Syrien auch passiert. Ah, nicht, das kann man nicht ganz. Ich sage mal nicht ganz. Es gibt halt Medien, die halt die Videos, die sie kriegen, zeigen die, aber die zeigen gar keine, es wird ja nicht viel darüber berichtet. Das ist ja das große Problem. Es wird nicht so viel berichtet. Man hat vielleicht einmal oder zweimal in der Woche mal, dass es mal kurz mal kommt, in Syrien ist so das und das los. Aber mehr ist es auch nicht. Es kommt nicht, es wird nicht wirklich gezeigt. Es ist ganz wenig. Und das war ja zum Beispiel das, was ich gesagt habe, bei RTL wurde es mal gezeigt, weil die vor Ort waren halt. Und das war's. Und, ja. Aber könnte das auch sein, dass der Westen irgendein Interesse hat, überwiegend schlecht aufzureden? Ich weiß es nicht. Ich bin kein Politiker. Ich weiß ja nicht, was Politiker oder was die Staatschef da planen oder wie die das sehen. So, ich kann es nicht beurteilen. Ich kann nur an den Leuten appellieren. Unterstütze syrische Volk, weil das... Man muss ja ein bisschen Menschenwürde haben, wenn man diese ganzen Videos und die ganzen Toten sieht. Das ist doch unmenschlich. Okay. Möchtest du noch irgendwas sagen? Ich will nur sagen, Leute, steht uns bei. Das syrische Volk braucht jede Unterstützung. Bitte, bitte, bitte. Unser Volk stirbt. Also hilft uns, so wie ihr könnt. Okay, vielen Dank. Dankeschön. Danke, ja.